Hallo zusammen, mein Name ist Marius Albitz und bei uns geht es heute um Balkon-Solarmodule. Ich habe hier einen Wechselrichter mal dabei für diese und ich möchte euch heute erzählen, was wir denn mit dieser Technologie machen und warum die so wichtig ist für unsere Nachhaltigkeit. Balkon-Solarmodule selbst. Das sind so kleine Solaranlagen, wie der Name schon sagt, für den Balkon oder für die eigene Terrasse. Das ist so 1 Meter auf 1,70 Meter breit und die sind vor allem für den Eigenverbrauch gedacht, also um Strom selber zu gewinnen. Das ist schön für Mietende auf der einen Seite, weil die so an der Energiewende teilhaben können, wenn sie auch kein Eigentum haben, als auch für Eigentümerinnen und Eigentümer, die zum Beispiel sagen, ja, ich möchte Solarenergie vielleicht mal im Kleinen ausprobieren und so starten. Die Geräte sind ziemlich einfach in Betrieb zu nehmen, die kann ich einstecken in die Steckdose und dann müssen diese nur noch beim Netzbetreiber angemeldet werden. Die Module lohnen sich auch fürs Klima nach 1 bis 5 Jahren aus energetischer Sicht und auch aus finanzieller Sicht, also für den Geldbeutel nach 8 bis 12 Jahren. Die Module sind auch nicht besonders schwer, die wiegen ungefähr zwischen 7 und 15 Kilogramm und dann kommt noch das Befestigungsgestänge hinzu und beispielsweise der Wechselrichter. Und die Frage ist jetzt, was machen wir denn jetzt mit diesen Modulen aus Forschungsperspektive? Wir stellen uns die Frage, welche Auswirkungen haben denn diese Balkonsolarmodule auf den Alltag und auf das Zusammenleben? Und vor diesem Hintergrund haben wir das Projekt Dein Balkonnetz Energie schafft Gemeinschaft ins Leben gerufen. Worum geht es bei Dein Balkonnetz Energie schafft Gemeinschaft? Wir bieten 22 Teilnehmenden die Möglichkeit, Solarenergie selbst auszuprobieren und haben diesen Personen 22 Balkonsolarmodule zur Verfügung gestellt. Wir begleiten die Teilnehmenden 1 Jahr lang forscherisch, das heißt, die erleben jede Jahreszeit einmal und der Clou ist, die können sich auch noch untereinander austauschen. Bei der Auswahl der Teilnehmenden war uns zum einen wichtig, dass wir viele Frauen ansprechen. Frauen sind eine unterrepräsentierte Gruppe, wenn wir an die Energiewende denken. Uns war wichtig, dass wir auch eine gewisse Anzahl an Mietenden mit dabei haben. Uns war wichtig, dass nicht nur Akademikerinnen und Akademiker dabei sind. Und wir haben drauf geschaut, dass wir zum einen Fälle dabei haben, wo es sehr einfach ist, wo wir also Eigentümerinnen haben, die nur noch loslegen müssen und wo es vielleicht ein bisschen kniffliger ist, wo viel Austausch mit der Eigentümergemeinschaft oder mit dem Vermieter auch vonnöten ist. Dein Balkonnetz Energie schafft Gemeinschaft läuft seit Anfang des Jahres. Da haben wir im Prinzip uns überlegt, wie das Forschungsdesign aussehen soll und wie wir die Teilnehmenden einbinden möchten. Wir hatten dann einen Prozess, wo wir Interessierte ansprechen wollten, hatten dann 3 Infoveranstaltungen, Corona-konform, online versteht sich, im April diesen Jahres, wo über 200 Besuchende teilnahmen, haben dann den Auswahlprozess gestartet und dann Mitte Juli die Balkonmodule erfolgreich übergeben. Und jetzt starten wir in die Austausch- und in die Experimentierphase und wir sind schon sehr gespannt, welche Erfahrungen die Teilnehmenden mit uns teilen und wie das Balkonnetz im Juli dann 2022 aussehen wird, wenn die Ergebnisse vorliegen. Für nähere Informationen zum Projekt klickt einfach auf unsere Homepage in der Videobeschreibung unten und bis bald.